Ja, herzlich willkommen nochmal. Lisa Spreitzer bei uns jetzt sozusagen im Bildschirminterview. Frau Spreitzer ist Ergotherapeutin, sage ich hoffentlich richtig, und Sexualberaterin. Das darf man sie nennen, ne? Ist doch richtig. Genau. Genau, wir unterhalten uns kurz über diese Broschüre. Die sieht man jetzt natürlich wieder spiegelverkehrt. Liebe, Lust und Leidenschaft, Sexualität nach Schlaganfall heißt die Broschüre, die jetzt neu erschienen ist bei uns. Und Lisa Spreitzer ist die Autorin dieser Broschüre. Wie kommt man überhaupt als Ergotherapeutin zu so einem Thema? Ja, das hat eigentlich begonnen, schon in der Ausbildung, dass mich das Thema Sexualität sehr interessiert hat, gerade für Schlaganfallbetroffene oder damals auch Schädel-Hirntrauma-Patienten. Und das war so ein Thema. Ich war damals auf der Reha-Phase B in der Ausbildung und wir hatten sehr, sehr viele junge Patienten und das Thema Sexualität kam eigentlich immer auf. In Form vielleicht von einer Erektion, wenn man geholfen hat, denjenigen zu wickeln oder später auch, wenn die Patienten mobiler waren. Und da habe ich mir dann einfach so gedacht, Mensch, das ist ein Thema, das muss ich auf jeden Fall zum späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen, weil das immer auch so ein bisschen auf der Station so ein Tabuthema war. Oh Gott, jetzt spricht der plötzlich hier über Sexualität. Was sagen wir da drauf jetzt? Genau, und es hat mich jahrelang begleitet und irgendwann war der richtige Zeitpunkt. Man hatte auch Berufserfahrung gesammelt und dann habe ich mich eben entschlossen, eine Ausbildung nochmal, eine Weiterbildung zu machen, eben zur Sexualtherapie, dass man da in dem Bereich einfach noch Erfahrungen sammeln kann und einfach auch Fachwissen hat. Genau. Jetzt haben Sie relativ lange an dieser Broschüre gearbeitet, sehr viel recherchiert auch, viele Gespräche geführt, Interviews geführt, glaube ich auch. Können Sie so mal kurz umreißen oder zusammenfassen, um was es in der Broschüre geht, was den Leser, die Leserin erwartet? Also es soll einfach viele Aspekte der Sexualität erfassen. Also zum einen eben auf Funktionsstörungen hinweisen, was kann wirklich auftreten, speziell beim Schlaganfall. Dann aber auch solche Geschichten wie Selbstbefriedigung, was verändert sich da vielleicht? Wie könnte man auch reagieren nach einem Schlaganfall in der Partnerschaft? Also gibt es da vielleicht auch Kommunikationsprobleme? Das war ganz häufig der Fall in den Interviews, dass von beiden Seiten, sowohl Betroffener als auch Angehöriger, war irgendwie so ein, ja, so eine Scham. Schwelle irgendwie da, dass viele Erwartungen waren und keiner hat so dem anderen gesagt, was man jetzt eigentlich möchte. Es geht dann auch speziell um Stellungen innerhalb der Sexualität. Was könnte vielleicht eine Stellung sein, um entspannt auch zu sein mit einer betroffenen Seite, mit der gelähmten Seite, wenn man vielleicht auch ein Neglect hat, was muss man da noch beachten? Es geht auch bei jungen Schlaganfallpatienten zum Beispiel darum, was passiert nach Schlaganfall, wenn ich noch einen Kinderwunsch habe? Wie kann man da reagieren? Was sind Verhütungsmethoden nach Schlaganfall? Genau, also eine ganze Bandbreite, sage ich mal, auch in Bezug nachher zu Hilfsmittel oder auch Sexualbegleitung. Was ist da einfach auch schon möglich, dass man einfach ganz viele Aspekte der Sexualität auch beleuchtet, ja, und sich nicht auf ein Thema fixiert, sondern so eine ganze Bandbreite hat, weil für jeden ist ja Sexualität auch sehr vielfältig, dass man irgendwie, dass für jeden was dabei ist. Genau, denke ich, in der Broschüre. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, genau. Ja, das wäre nochmal eine nächste Frage gewesen. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ja. Ja, sehr. Ich bin froh, dass wir auch so Bereiche nochmal reingenommen haben, zum Beispiel auch wie die Inkontinenz oder so. Das sind ja auch nochmal totale Hemmschwellen oftmals bei Betroffenen, die eigentlich auch in der Therapie oft nur sehr, sehr selten angesprochen werde, die aber ja auch sehr einschränkend sein können für einen Betroffener. Also das finde ich ist uns ganz toll gelungen. Und auch durch diese ganzen Interviews, es waren so etwa 10 mit Betroffenen, die ich geführt habe, dass man da einfach auch nochmal auf die Aspekte eingehen konnte, was einfach auch die Betroffenen als Bereiche nochmal gesagt habe, was ihnen noch wichtig wäre. Das finde ich ganz schön, dass viele praktische Beispiele auch drin sind, was wirklich Betroffene auch geäußert haben. Das ist die Broschüre Liebe, Lust und Leidenschaft, Sexualität nach Schlaganfall. Die gibt es zu bestellen bei der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe im Internet, schlaganfall-hilfe.de oder telefonisch im Service- und Beratungszentrum 05241 977
00. Lisa Spreitzer, Autorin, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch.